Das dicke Ende kommt noch bei Gina in Berlin-Tegel. Die Gastro-Entertainerin serviert freche Sprüche und Omas Leibgerichte. Heute bin ich die dicke Paula und werde meine Jungs richtig füttern. Ist Masse denn auch klasse? Die ist mir einfach zu viel im Mund. Geschmackssache, ist aber nicht versalzen. Ich weiß schon, woher das kommt. Also man schmeckt auf jeden Fall, dass so ein bisschen mit so Soßenpulver gearbeitet wurde. Finaltag in der Hauptstadt. Wer holt sich den Berliner Wochensieg? Mit sagenhaften 39 von 40 möglichen Punkten liegt seit gestern der Lausebengel vorne. Geht's heute noch frecher? Noch besser? In Berlin-Tegel checkt Spitzenkoch Mike Süßer das fünfte Lokal der Woche. So, und am letzten Tag geht's jetzt zu unserer Quietschbombe. Die Frau, die meine Sendung übernehmen will, die Entertainerin und Gastronomin natürlich. Ihr Lokal heißt Dicke Paula. Das passt doch wie die Faust aufs Auge zu ihr, ne? Die Dicke Paula, Bierstube, deutsche Küche, so wird das ausschauen. Bulettenreise, das alles wird garantiert auf mich zukommen. Und ich sag euch was, ich freue mich. Und wenn das jetzt so kultig ausschaut wie von draußen, dann, glaube ich, lande ich in einer Institution von Berlin. Paula hieß die allererste Chefin. Heute gibt Gina hier den Ton an. Ich bin Gina, ich bin die neue dicke Paula seit letztem Jahr und wir sind hier direkt in meinem Berliner Laden in Tegel. 48 Sitzplätze hat das Lokal. Dicke Paula macht besonders, dass hier die deutsche Küche noch so gemacht wird, wie es einst die Oma gekocht hat und eine andere Oma und viele Omas und dass die Leute hier Riesenportionen kriegen. Hier wird der erst gefüttert, bis er aussieht, wie der Laden heißt. Restaurantfachfrau Gina hat vorher Events organisiert. Gastgeberin sein bedeutet für mich seit 24 Jahren alles. Also von der Pike auf gelernt war ich schon immer Gastgeberin. Ich glaube, das habe ich auch so ein bisschen von meiner Oma. Ich bin wirklich so ein Berliner. Ich bin ein echter Ur-Berliner, rotzig, schlotzig. Ich freue mich, dass ich hier das Berlinerische richtig ausleben kann. Ich bin richtig glücklich. Ich habe jetzt die Tage richtig Spaß mit dir gehabt, liebe Gina. Und es ist einfach schön, so ein berlinerisches Original dabei zu haben. Wirklich. So, hallo, hallo. Oh, Entschuldigung. Alle am Essen. Mahlzeit, hallo. Mahlzeit. Das Geschäft. Mahlzeit, ich habe nicht mal einen Kugelschreiber bei. Hallo, Gina. Maike. Grüß dich. Ja. Darf ich sagen, oder was? Ja, Gina Pumpel. Da ist Pumpel. Meine Kollegin Bianca. Hallo, hallo, Rumpel. Hi. Rumpel? Zusammen sind wir der Service Rumpel und Pumpel. Ja, geil, Rumpel und Pumpel. Die Tage habe ich sie kennengelernt. Ratsch, 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 ratsch. Ne? Und ja, also, bist du Schauspielerin, Kabarettistin oder bist du wirklich Wirtin und Gastgeberin? Von der Pike auf gelernt eigentlich Saftschubse. Ja? Also 24 Jahre, einmal wie es ja, einmal immer Restaurantfachfrau. Okay. Hab aber dann einen Musiker mir vom Markt weggeheiratet. Und der ist der Profi musikalisch. Deswegen und der schreibt dann natürlich, du singst wahrscheinlich mit. Natürlich, der schreibt ja, natürlich. Mir Lieder auf Leib, weißt du, auch gegen Köche. Ja, jeden Köche. Aber friedvoll, ne, natürlich. Nein, also, jetzt sind wir dann, Entschuldigung, wenn ich ihn jetzt gerade da irgendwie. Du musst mir das hier, bleib du mal da, du kommst mit, weil ja, kannst ja, du drüber filmen. Hier erinnern nicht nur die Gerichte an Uromas Zeiten. Wir sammeln Metallschilder. Ja. Die Hausordnung, da haben wir mal Hausordnung ein schönes. Hast du ja. Das Hackeball gesehen? Genau, ja, Hackeball ja. Habe ich blutig gemalt. Ne? Mhm. Darf ich Pumpel eigentlich sagen? Bitte. Jetzt müssen wir ja wieder ein bisschen die Herrschaft mal essen lassen. Das ist so ein Sammelsurium von Gegenständen und Bildern und Schriftstücken. Das hat einfach so einen Charme. Und dann noch mit bei dem Gedanken, so alt Berliner Küche, so wie Oma und wie Mama das wirklich dann gekocht haben. Das erfreut mich. Übrigens, eins muss ich auch sagen, auch wenn hier Gäste sitzen und das ziemlich voll ausschaut, es wird sich und wurde sich an die Hygienemaßnahmen immer gehalten, okay? Gerade weil wir heute Freitag haben, ist letzter Tag. Das ist dann für mich jetzt gleich mal vorab, ich würde sagen, der unikativste Laden. Das ist so das Erste, was ich jetzt gerade so denke, wo ich denke, hier muss man her. Ja. Ne? Und hier denke ich auch nicht an irgendwelche Weinrunden. Hier denke ich an gutes Bier trinken. Richtig. Ein gutes bodenständiges Gericht essen. Ja. Ich sehe hier Schnitzelchen, ich sehe Bratkartoffeln, ich sehe Spiegelei oben drauf. Ich denke immer, das, was Oma und Mama mir gemacht haben, das kriege ich auf dem Teller hier. So eine Läden, die finden die meisten einfach cool und kultig. Mir gefällt das, meine Liebe. Gina, darf ich sagen? Gell? Gina, der Pumpel finde ich auf Dauer ein bisschen schlecht. Ne? Es ist schön. Schmeckt's Ihnen? Darf ich das mal so fragen? Darf ich einfach mal fragen? Sehr gut. Sehr gut. Es gibt nicht anders. Ich habe den Grinser im Gesicht.
Aber trotzdem, am Ende des Tages geht es ums Essen. Ab in die Küche. Ab in die Küche, ich bring dich. Los. Na? Das Reich von Küchenchef Marc erstreckt sich über 25 Quadratmeter. Das Hallo. Ist mein Kollege, da bin ich dran. Ne? Mike, freut mich sehr, sehr cool. Mach das mal selber, ich geb dich ab wie im Kindergarten. Ich glaub, der kann das, wa? Lass krachen, ja. Bis später. Was gibt es? Also, wir machen heute eine schöne Kohlroulade. Das ist der Klassiker hier im Laden. Mag ich, liebe ich, gehört zu meinen Leibspeisen. Das heißt, du machst die Füllung selber frisch? Machen wir. Dann mach du das mal weiter, schon dann sehen wir schon. Bisschen Hackfleisch durchgelassen, wir machen es halb und halb. Halb und halb bedeutet halb Rind, halb Schweinefleisch. Und du nimmst auch nicht die feinste kleine Scheibe. Nee. Bisschen mit Struktur, absichtlich. Genau, richtig. Okay. Ja. Ein Ticken grober, hast ein bisschen mehr Biss, ne? Und dann haben wir noch ein bisschen Schweinenacken, der ist ein bisschen durchwachsen. Hier, Nacken, ne? Ja, da ist wieder, ne? Genau. Das, was wir vorne hängen haben, ne, hat das Schwein im Nacken. Richtig. Der Schweinenacken ist natürlich, oder der Schopf, wie man im südlichen Bereich eher sagt, ne, der ist halt schön fett durchzogen, gewisse Saftigkeit. Du brauchst ja dann auch in dem Hackfleisch gewissen Fettanteil. So, jetzt habe ich hier schon ein bisschen was vorbereitet. Ich habe mir ein paar Zwiebeln angeschmort. Das Schmoren macht die Zwiebeln milder und bekömmlicher. Majoran getrocknet, das hat meine Oma wirklich gemacht, ne? Das ist dann wirklich so wie Oma. So, dann habe ich Brötchen. Ich habe ein bisschen Knödelbrot gehabt. Ja. Und? Eingeweicht mit Wasser. Mhm. Ausdrücken. Ja. Einfach doch auch für die. Die Masse ist ja eigentlich wie ein Frikadellchen, ne? Wie eine Bulette, sagt ihr in Berlin. Genau. Und da muss Ei, Petersilie und Senf rein. Okay. Fertig? Ja, die Masse wäre dann soweit in Ordnung. Okay. Heißt, wir legen los. Genau. Papier darf ich mir auch schnappen hier. Jawohl. Mit. Das ist ja dann der richtig klassische glatte Weißkohl. Ne? Man sieht, der ist gekocht, der ist blanchiert. Ich habe das so gelernt: großen Kohlkorb, oben alles ausschneiden, so ein Strunk, so tief. Und dann haben wir noch früher Wasser aufgesetzt, haben den ganzen Kohlkorb reingeschmissen und haben die Außenblätter mal runtergezogen. Genau, das machen wir auch. Was? Hier haben wir noch einen. Ja. Hier sieht man das ganz schön. Ja, schau, 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 genau so. Ja, so habe ich das auch gelernt. Das ist eine. Also, wir machen immer. 6-7 Blätter ungefähr. Für eine? Für eine, ja. Eine im à la carte sind 6-7 Blätter? Ja, richtig. Bisschen viel, wa? Dafür geizt Koch Marc aber auch nicht mit seinem Hackfleischmix. Ja, schau dir mal an. Den Torpedo da drin, ne? Die Füllung. Ja, Junge, Junge. Der Küchenchef ist ein echter Verpackungskünstler. Soll ich dir einen Topf aufstellen oder sowas? Du musst ja anbraten, ne? Ja, eine schöne Pfanne könnte man mal. Da habt ihr aber einiges an Essen heute rausgegangen, ne? Alter, ja, Schöne, ja. Ne? Ja, hallo, ich krieg das schon mit. Ja, Koch Marc hat im wahrsten Sinne des Wortes alle Hände voll zu tun. Wenn das von allen Seiten angebraten ist, gibt es in ein Einzelgeschirr, wenn du den hast, also in einem Blech, hohe Kante. Ja. Und dann gibst du in diese Pfanne dann Gemüse, Zwiebeln und machst den. Mit dem Bratenansatz von der Kohlroulade ist Soßenansatz. Das können wir jetzt schon anfangen. Ja, mal los. Dann. Hier beim Braten. Ja, Karotte. Möhrchen. Ich hole die Zwiebel. Ja. So. Und Kohl. Hier noch ein Stück Kohl. Bisschen klar. Ja, das ist nämlich sehr gut. Da hast du nämlich Power. Das ist dann irgendwie so aus dem Inneren der Kohl, den man eigentlich von den Blättern her nicht mehr verwenden kann, weil die Blätter nicht mehr groß genug sind. Kommt mit rein. Das kann jetzt alles in der Pfanne schmoren und Aroma entwickeln. Ja, und ganz wichtig ist Kümmel. Kümmel, Kümmel. Ja. Ja, ist wichtig. Also, du hast jetzt mal eine. Das ist für ein monströses Ding. Ich bin gespannt, wie die nachher schrumpft. Richtig. Kümmel, Salz, Pfeffer. Ja. Dann wird es tomatisiert, schätze ich mal. Richtig. Und dann füllt Brühe oder ein bisschen Wasser. Ein bisschen Rotwein. Rotwein drauf. Ja. Und dann wird das zusammen geschmort. Und daraus wird dann diese Soße. Richtig. Habe ich kapiert. Das ist jetzt so oldschool, genauso wie ich das im Ursprung auch gelernt habe. Und wenn ich mir eine Kohlroulade mache, mache ich eigentlich auch so. Marc wird später erkennen, dass Masse nicht unbedingt klasse ist. Wie kommt denn die Riesenportion bei Mike an? So großartig geschrumpft ist sie nicht. Nee. Nun gut. Dann hau mal rein, Mike. Das schaffst du schon. Das ist Hausmannskost. Also die Oma hat die nicht so groß gemacht bei mir. Nee. Skinny Paula heißt es nicht. Das heißt die dicke Paula, ne? So ist es. 12,80 ist der schlanke Preis dafür.
Ich kann auf jeden Fall eins sagen, die ist super schön geschmort. Jetzt könnte ich drüber reden, würziger vielleicht und hier und da. Ich schmecke einen Kümmel, ich schmecke genügend, es ist salzig genug. Dein Süßchen. Die wichtigen Sachen haben wir drin. Genau, über den Speck kommt der Salzgrad genau hin. Ich habe das so gelernt mit Salzkartoffelchen. Schöne Nummer. Das ist eine astreine Korrelade mit einem ganz tollen Geschmack. Und mehr kann ich nicht sagen. Ich freue mich, wenn ich so ein lokalen Mittag finden würde, sage ich danke. Also, komm. Vielen Dank. Für den Wettbewerb wünsche ich euch, dass die Leute das genauso einordnen können. Das ist für uns auch wichtig. Ne? Dann ordne mal ein, Mike. Wie war's? Was für ein, ja, ein Potpourri war das, ne, in dieser Woche. Da war ja alles dabei. Coole Persönlichkeiten, würde ich sagen. Tolle Gastronomien. Und hier jetzt zum Abschluss würde ich sagen, ja, Alleinstellungsmerkmal. Ich wette, sowas gibt es keine 15 Male in Berlin. Hundertprozentig nicht. Deutsche Küche, coole, gute, leckere Kohlroulade. Mir ist der Platz wurscht, was sie macht. Ich würde immer wieder hier essen gehen. Und ich sage euch eins, Berlin ist und bleibt eine Reise wert.